So, das finde ich super, dass du hier dich in dieser M-Dressur zeigst. Ihr habt ja eine tolle Halle, sehr, sehr guter Boden. Da macht es ja Spaß zu reiten. So eine gute Großaufstellung zu beginnen. Damit kann man gut zurechtkommen, sicher auf der Mittellinie. Ich finde es toll, dass du auf Trense reitest. Da sieht man, dass du ausbildungsmäßig auf einem guten Weg bist. Und jetzt kommen die Seitengänge. Und da solltest du als einen Tipp mitnehmen, etwas frischer beginnen. Die Hinterbeine sind ein wenig zu langweilig und die musst du etwas mehr mobilisieren, um auf diesem Niveau wirklich ganz gut nach vorne zu kommen. Hier jetzt bei der halben Volte rechts, halbe Volte links, wirklich die Mittellinie treffen. Das ist relativ einfach hinzukriegen. Da muss sich einer unten mal hinstellen bei C und dir genau sagen, wann du drauf bist. Auch hier wieder im Schulterrein links etwas frischer reiten. So, und das wünsche ich dir jetzt auch. Und jetzt kommt eine ganz tolle Szene, diese Zügel aus der Hand kauen lassen. Ich finde, das ist ein ganz toller Trab. Versuch mal, diesen Trab mit ins Training zu nehmen. Den Trab, den du sonst reitest, der ist so ein bisschen passageartig, ein bisschen in der Tendenz verlangsamt. Insofern mein Tipp, dieses, was du eben gemacht hast mit dem langen Zügel, immer mal machen zwischendurch, um dieses Gefühl für etwas mehr Frische im Trab zu kriegen. Denn die brauchst du, diese Frische, jetzt für die Seitengänge. Jetzt war eben die Traversale links, jetzt kommt Traversale rechts. Die Traversalen werden leichter, sie sind so ein bisschen gequält. Du musst ein bisschen arg den Sporen nehmen, weil das Pferd zu wenig frisch trabt. Also für mich ganz wichtig, darauf zu achten, einen frischen Trab aus dem Hinterbein zu reiten. So, diese Trabverstärkung gelingt gut. Da musst du sehen, dass du dich nicht mit dem Oberkörper zurücklehnst und immer wieder überstreichen, auch in dieser Übung, damit das Pferd wirklich ganz, ganz leicht bleibt. Den Übergang kann man ein bisschen mehr vorbereiten. Und jetzt kommen die 1, 2, 3, 4, 5. Das war sehr schön durchlässig und auch recht gut in der Diagonalität. Sicheres Schreiten im Schritt. Also das ist ein sehr, sehr gutes Pferd, was du hast. Ihr seid ein tolles Team. Nicht jetzt erst die Mittelschritt-Tour, das ist wirklich gut. Immer sehen, dass man bei aller Ergiebigkeit das Genick kontrolliert. Immer zwischendurch mal so ein bisschen das Bein kommen lassen, damit das Genick nicht abkippt und er abtaucht. Jetzt sehr schöne Verlängerung. Und im Unterschied, was jetzt die Fußfolge und vor allem das Überfußen und Vorfußen angeht, die Ergiebigkeit. Und was du toll machst, kann man jetzt gut bei dir erkennen, das Eingehen in die Nickbewegung mit deinen Händen. So, das machst du prima, schön Hände zusammenhalten und dann sicheres Angaloppieren, den äußeren Schenkel gar nicht zu weit zurücklegen. Und jetzt kommt für mich so die eigentliche Schwäche der Aufgabe, bisschen frischer galoppieren. Frischer, gerade weil jetzt gleich der Wechsel kommt. Frischer, frischer, frischer. Jetzt guck dir mal diesen Wechsel an. Der ist technisch, handwerklich in Ordnung, aber er könnte energischer von hinten durchgesprungen sein. Du musst als Reiter immer das Gefühl haben, wenn du zum Wechsel reitest, dass die Hinterbeine fast die Vorderbeine überholen. Das heißt, du brauchst etwas mehr Frische, mehr Energie im Galopp, was ich im Trab auch schon gesagt habe. Insofern ist der Schritt im Augenblick die für mich beste Grundgangart. Trab und Galopp etwas frischer reiten. So, jetzt kommt ein schöner Wechsel, den du gut vorbereitest. Sehr sicher. Super. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich die Qualität dieses Wechsels nicht erwartet, weil mir die Frische im Galopp fehlt. Aber das Pferd macht einen sehr entspannten Eindruck, mistet jetzt. Das spricht alles für dich, für deine gute Ausbildung. Dran denken, immer wieder Absatz runterfedern, dass du nicht mit den Sporen reitest. So, hier würde ich mir ein bisschen mehr zulegen wünschen. So, mehr zulegen und das Pferd im Rechtsgalopp auch nach rechts stellen. Das ist ganz wichtig, dass man im Galopp immer mit Stellung oder in Stellung reitet. So, jetzt kommt eine schöne gerade Mittellinie, auf der du genau reitest und ein ganz sicherer Übergang. Nicht? Diese Aufstellung ist fast noch besser als die erste. Hast du wirklich gut gemacht, muss ich dir sagen. Dickes Kompliment. Das ist gutes Reiten, was du zeigst. Guter Sitz, ein gut gerittenes Pferd, ein entspanntes Pferd, ganz sicher in den Lektionen der Klasse M. Also du kannst dich gut
in dieser Klasse jetzt, sobald die Turniere wieder jetzt hoffentlich dann im Dezember losgehen, messen. Also mache das, reite das und du bist nicht mehr weit von 2 Sterne M entfernt. Und ich würde auch an deiner Stelle zwischen Trense und Kandare immer mal variieren. Aber ich finde es gut, dass du hier diesen Ritt heute für Level Up auf Trense mir gezeigt hast. Zeigt, dass du wirklich eine richtige Idee von der Reiterei hast. Und 2 Dinge nimm bitte mit. Etwas frischer traben. Du brauchst mehr Frische generell und speziell eben für die Seitengänge, also Schulterreihen, Traversalen und auch für die engeren gebogenen Linien. Und das Gleiche gilt für den Galopp. Da musst du etwas frischer galoppieren. Das Pferd muss, wie wir in der Fachsprache sagen, etwas mehr von hinten repetieren. Dann wird er in der Hand leichter. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, du hast so eine Komfortzone im Trab und im Galopp. Da fühlst du dich ganz wohl. Das Pferd macht einen wirklich tollen Job. Aber du musst selber aus dieser Komfortzone rauskommen, um weiterzukommen. Und ich sehe bei dir ganz klar die Perspektiven in 2 Sterne M und dann auch irgendwann in die Klasse S hinein. Das ist wirklich gutes, ordentliches Reiten mit einer wirklich guten Perspektive. Und auch die Bewertung, ich habe jetzt das als Trainer mir angesehen, aber auch die Bewertung ist absolut in den ziemlich guten Bereich hineingehend. Das ist alles wirklich ordentlich und ich bin sicher, wenn Richter einen mündlichen Kommentar geben würden, würden sie das ähnlich sehen. Und es gibt viele Ritte, die längst nicht das Niveau von dir haben. Insofern freue ich mich, dass du so eine gute Runde hier der FN gezeigt hast. Wenn du nochmal eine Nachfrage hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Alles Gute, viel Freude beim Training und dann bei den Turnieren. Toi, toi, toi. Tschüss und bitte bleibe gesund.